Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist nicht mal ein Tag her seit dem letzten Video und trotzdem seht ihr mich schon wieder. Warum? Ja, leider ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen beim letzten Video. Und ich wurde unter dem Video darauf hingewiesen, dass ich einzelne Fragen vergessen habe. Ich dachte erst, es betrifft nur ein paar wenige Fragen, die ich dann vielleicht noch persönlich im Chat oder so beantworten kann. Nein, ich habe wirklich viele Fragen vergessen. Das war einfach ein Organisationsfehler meinerseits. Erstmal nochmal Entschuldigung dafür und weil ich euch ja versprochen habe, dass ich eure Fragen beantworte, das ist ja auch mein Dankesvideo für die 5000 Abonnenten, will ich die auf jeden Fall auch alle beantworten. Und deshalb gibt es jetzt hier noch einen zweiten Teil des Ganzen und es sind wirklich nochmal einige Fragen zusammengekommen, auch durchaus interessant. Ich werde jetzt gerade bei den Themen, die im letzten Video schon behandelt wurden, nicht mehr so viel dazu sagen. Manche Fragen haben sich auch gedoppelt. Also diesen beruflichen Punkt zum Beispiel, beziehungsweise Studium und so weiter, habe ich jetzt diesmal komplett außen vor gelassen. Darum wird es gar nicht gehen. Es wird auch nicht um Doku-Programmvorschläge gehen. Das haben wir im letzten Video auch ausführlich besprochen. Dafür gibt es weitere sehr interessante Fragen, vor allem eben zu meinen persönlichen Meinungen zu verschiedenen Dingen. Auch wirklich viele sehr interessante Fragen über das System Bahn und seine Zukunft oder was ich gerne ändern würde, was ich machen würde, zum Beispiel wenn ich ein eigenes EVU hätte oder so. Also da sind wirklich sehr interessante Fragen dabei, auch wie ich meine Reisen so organisiere. Also sind interessante Sachen dabei. Da es aber diesmal nicht so diese großen Themenblöcke gibt, werde ich also diesmal nicht so klar trennen. Und deshalb gibt es auch diesmal keine Unterteilung in der Videobeschreibung. Es werden aber wahrscheinlich auch diesmal keine Dreiviertelstunde werden wie beim letzten Mal. Trotzdem nehme ich mir die Zeit, beantworte auch diesmal alle eure Fragen und ich denke, dann können wir direkt losstarten mit der Frage vom Rheinstreckenspotter und von Transporter Marcel, die mich beide gefragt haben, seit wann ich eigentlich Transporter bin. Exakt seit Januar 2014, also seit bald 7 Jahren. Das ist schon, ziemlich lang. Wie kam es damals überhaupt dazu? Ja, das ist irgendwie eine gute Frage. Das auf einmal war ich es halt dann irgendwie. Also ich habe mich halt schon immer für Bahn interessiert, habe dann auch irgendwann andere Leute kennengelernt, die sich dafür auch interessieren. Und irgendwann kam dann plötzlich mal diese Idee auf, dass wir mal irgendwo hinfahren. Und damals, also das ist so lange her, da war das mit diesen Handykameras noch nicht so verbreitet. Da habe ich so eine kleine Digitalkamera gehabt, mit der ich dann da Fotos gemacht habe, tolle Sachen, so viel 20er und so, was es damals noch alles gab. Wie auch immer, das hat sich dann immer weiter reingesteigert und richtig quasi öffentlich aktiv wurde ich dann ab Ende 2014 auf Instagram und dann jetzt im Juni 2016 auf YouTube. Wie ich dazu kam, mich BA111-Fan zu nennen, hat keine allzu spannende Vorgeschichte eigentlich. Das kam einfach aus der Zeit, als ich mir diesen Instagram-Account zulegen wollte, 2014. Und ich denke, die meisten kennen das Problem dieser Namensfindung, weil es ist nicht so leicht, so einen passenden Account-Namen zu finden. Und irgendwie ist mir nichts anderes quasi eingefallen. Und da das zur damaligen Zeit meine Lieblingssong war, habe ich beschlossen, mich einfach so zu nennen. Und ich hatte nie eine bessere Idee eigentlich und irgendwann bin ich unter dem Namen dann bekannt geworden und der bleibt jetzt auch so. Ansonsten, wie ich dazu kam, Zugdokus zu machen, das möchte Dominik P. wissen. An sich, wie gesagt, Bahninteresse war eigentlich schon immer da und ich habe aber eigentlich auch schon immer gerne so mit Videos rumhantiert und Sachen mal zusammengeschnitten oder so. Und das hat mich eigentlich doch immer interessiert und ich habe da manchmal auch schon so ein paar anfängliche Sachen gemacht und so. Und irgendwann habe ich dann damals gab es quasi in dem Bereich eigentlich nur Zug 2013, der sowas gemacht hat. Den habe ich dann auch irgendwann entdeckt auf YouTube. Und das fand ich dann ganz toll, weil das war so das, was mich so ein bisschen interessiert hat, quasi umgesetzt. Und das fand ich unglaublich toll und da habe ich mir irgendwann musste ich das auch mal machen. Und spätestens als er dann mal so ein paar Videos hochgeladen hat, wie er denn sich das Ganze erarbeitet. Seine Backstage-Serie hieß das damals. Habe ich dann beschlossen, okay, jetzt wo ich noch ein paar Tipps bekommen habe, wie ich das machen kann, fange ich das einfach mal an. Habe dann das im Mai 2016 gewagt und es hat mir Spaß gemacht und ich bin seit 4,5 Jahren dabei geblieben. Dann eine weitere Frage von Transporter Marcel, die da lautet, wie ich mich auf einen Transporting-Tag vorbereite.
Ja, die Frage habe ich jetzt abweichend von dem Video tatsächlich auch schon des Öfteren bekommen, gerade auch unter meinen Reiseberichten. Und das ist auch tatsächlich eine sehr gute Frage. Ja, gibt es natürlich nicht die eine Anleitung, wie man sich da pauschal darauf vorbereitet. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Es gibt ja da auch wirklich zig unterschiedliche Varianten von Touren. Wenn man mit anderen Leuten zusammenreist, machen die vielleicht auch mal Teile oder so. Also das ist letztendlich immer individuell. Trotzdem kann man dazu ein paar Sachen sagen. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich darüber sogar mal ein Video mache. Vielleicht gibt es aber mal irgendwann zu den nächsten Jubiläen oder so. Mal schauen. Denn das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird. An sich, wie gesagt, Vorbereitung ist relativ. Man darf sich, ist meine Meinung, nicht zu sehr auf einen Plan verkrampfen. Also gerade bei größeren Touren hat man meistens einen Plan. Aber ja, man muss eben dann doch immer individuell reagieren. Es gibt da so viele Faktoren, das Wetter oder dann kommt doch nochmal irgendwas Besonderes oder irgendwas läuft nicht so. Und da muss man wirklich spontan sein. Ich kann ja mal ein paar Beispiele geben. Also ne, zumindest die sich das aktiv immer angeguckt haben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr gab es, das müsste Reisebericht Nummer 4 gewesen sein, nach Baden-Württemberg 3 Tage lang. Und da sind wir ja den ersten Tag im Filztal und den dritten Tag in der Frankenbahn gewesen. Das war bis 12 Stunden vorher komplett andersrum geplant. Und am Abend vorher haben wir das dann nochmal umgeplant, was mit neuen teilnehmenden Leuten auch nicht so einfach ist, sich da abzustimmen, dass wir das komplett tauschen wollen, weil eben an diesem ersten Tag es dann abends zuziehen sollte und am dritten Tag den ganzen Tag strahlender Sonnenschein war. Und das Ergebnis habt ihr dann gesehen. Wir waren da ja bei strahlendem Sonnenschein und am dritten Tag im Laufen. Und ja, das so als ein Beispiel, wo man das wirklich mal komplett auf den Kopf geworfen hat. Ich überlege gerade, ob es sonst noch so passende Beispiele gibt, wo es auch mal so wirklich vollständige Änderungen gab. Wie gesagt, ein Plan ist an sich auf jeden Fall wichtig, keine Frage, aber ja, wie gesagt, also wichtig ist weniger, dass man jetzt einen exakten Plan hat, ich fotografiere um 15.17 Uhr den und den Zug an dem und dem Ort, sondern vor allem, dass man sich informiert darüber, wo bin ich, was möchte ich dort machen und welche Möglichkeiten habe ich dort, eben damit man dann kurzfristig entscheiden kann, damit man, wenn man sich dann spontan entscheidet, nicht noch stundenlange Recherche betreiben muss, sondern das am besten vorher macht. Also ne, es empfiehlt sich, sich einfach einen Gesamtüberblick zu verschaffen. Was fährt da, wie komme ich da hin und so weiter. Denn wenn man das einmal hat, dann kann man eben auch wirklich kurzfristig auf gewisse Sachen reagieren und wissen, wie kann man jetzt Sachen tauschen, wie kann ich jetzt kurzfristig noch dahin fahren. Lohnt es sich, dann und dann dahin zu fahren? Das ist eigentlich vor allem wichtig. Ansonsten noch kurz wegen Stellensuche, was man da empfehlen kann, da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Wenn man Glück hat, findet man auf der Review-Karte von Drehscheibe Online-Stellen. Da ist, je nach Region, ist man da besser oder schlechter aufgehoben. Gerade wenn man in Richtung der Fotografie auf Dieselstrecken geht, ist man da meistens sehr gut aufgehoben. Was so elektrische Hauptbahn betrifft, kommt auf die Strecke an. Ansonsten kann man auch immer barmel.de benutzen. Das empfiehlt sich vor allem, wenn man innerhalb eines gewissen Bereichs, weil man eben was zeitlich nur dann schafft oder nur dort der Sonnenstand passt oder so, dass man einfach als Schlagbegriff eingibt, jetzt meinetwegen Gotha Bahnbilder. Und dann kriegt man am meisten von barmbilder.de so eine schöne Auflistung mit allen Bahnbildern, die in der Nähe von Gotha dort mal hochgeladen wurden. Ansonsten für allgemeinere Suchen ist barmbilder.de meiner Meinung nach eher ungeeignet, einfach weil es da so unglaublich viele Bilder gibt, dass man da den Überblick verliert. Aber ja, gerade mit so einer Stichwortsuche auch immer wieder gut geeignet. Und zur allergrößten Not kann man auch über Führerscheinwildfahrten auf YouTube oder die Satellitenkarte von Google Maps mal zur Not noch gucken, ob da irgendwo was ein freies Feld ist oder so. Das ist aber manchmal ein bisschen schwieriger, weil man dann so Sachen wie Bewuchs oder so schlecht einschätzen kann. Aber das sind eigentlich so die drei Hauptquellen. Wie man solche Stellen bekommt oder natürlich einfach, wenn man jetzt irgendwo im Internet sieht oder hat jemand was hochgeladen von der Strecke, da wollte ich eh mal hin, dann tut man sich das einfach notieren oder screenshotten oder wie auch immer und passt das auch. Die meisten Leute sind auch so nett, wenn man dann nachfragt, wie man da hinkommt oder so, die antworten dann auch. Wobei ich da vielleicht mal auch darum bitten möchte, dass man erstmal guckt, ob man sich selber informieren kann. Also ich habe teilweise schon Sachen gehabt, da wurden die
ja, banalsten Sachen quasi gefragt, die man mit zwei Klicks quasi auf irgendwie Google Maps oder so selber hätte rausfinden können. Und ja, dann kommt das irgendwann dazu, dass die Leute dann nicht mehr so bereitwillig sind, Fragen zu beantworten. Einfach weil keiner gerne die mobile Auskunft spielen möchte. Also es gibt wirklich Stellen, da ist es schwer zu erkennen, wo ist jetzt diese Stelle, wie komme ich da hin oder so. Aber Leute, guckt zuerst, ist dann ein Kilometerpunkt auf der, zu sehen. Dann könnt ihr immer direkt automatisch rausfinden, wo die Stelle ist. Weil über Wikipedia kriegt ihr die Kilometrierung der einzelnen Bahnhöfe. Und dann kann man über Maps ganz einfach herausfinden, wo diese Stelle ist. Und wenn dann noch über der ZZA oder die Beschreibung erkennbar ist, in welche Richtung dieser Zug fährt, dann habt ihr alle Infos, die ihr braucht. Dann müsst ihr da auch niemanden mehr nachfragen. Ja, wie gesagt, es gibt natürlich andere Fälle und da ist dann auch jeder bereit, da sich zu informieren. Aber informiert euch am besten bitte erst selber. Ich bin es langsam ja, fast leid, immer wieder dann Fragen zu bekommen, wo man wirklich merkt, dass da null Eigeninitiative da ist und man einfach pauschal Fragen bekommt. Kannst du mir mal Stellen in Baden-Württemberg empfehlen? Wo ich denke so, ja, natürlich kann ich Stellen in Baden-Württemberg empfehlen, aber ich weiß noch nicht, was du in Baden-Württemberg machen willst. Ich kann dir gerne mal eine konkrete Frage beantworten, aber ich bin nicht deine mobile Reiseplanung für Baden-Württemberg. Ja, gut, so viel dazu. Etwas ausführlichere Antwort, wie gesagt, vielleicht mache ich in die Richtung sogar mal ein extra Video. Ja, Interesse in die Richtung ist, habe ich schon oft gemerkt, auf jeden Fall durchaus da. Nächste Frage. Würde ich Fotostellen mit dem Zug oder mit dem Auto besuchen? Ja, ein heikles Thema. Ich bin an sich nicht sehr autoüberzeugt, sondern eher leidenschaftlicher Bahnfahrer. Fahr auch so oft, wie es geht, Bahn und ja, fahr Auto eigentlich nur, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Also jetzt nicht irgendwie, weil ich das so gerne mache. Ja, habe dieses Jahr ja doch gerade im Sommer ein bisschen was mit dem Auto gemacht. Ja, was einfach halt leider dann den Grund hat, wenn man fotografieren geht und gerade vielleicht auch im ländlicheren Raum oder in Regionen, wo entweder gar kein Personenverkehr fährt oder der Personenverkehr nur alle 20 Kilometer mal hält. Allgäubahn ist da ein ganz gutes Stichwort, da wird ja kaum gehalten. Ist es halt schwierig, da was mit dem Zug zu machen und dann lässt sich es vielleicht auch nicht immer vermeiden. Gerade wenn man dann eben wirklich mal in den Sommer Zeit hat oder so ein schönes Wetter ist und so. Ja, an sich bin ich aber eigentlich eher leidenschaftlicher Bahnfahrer und ich persönlich finde, man muss wirklich ein ja, gutes Maß für alles finden. Ja, ich bin kein Fan davon, wenn Leute pauschal aus Faulheit über dem Auto hinfahren. Ja, man kann es aber definitiv auch mal machen. Also da muss man eben ein gutes Mittelmaß finden. So, wir sind immer noch im Bereich Touren und Muldenthaler Bahnfan hat geschrieben, du warst ja, so wie ich mitbekommen habe, auch schon mal im Ausland spotten und da frage ich dich nun, ob du schon Pläne gemacht hast, das mal zu wiederholen. Was wären da grob deine Reiseziele und willst du auch eine Doku über einem Ausland machen? Ja, an sich, ich reise ja sehr gerne, aber ich bin nicht so der Weltenbummler. Also ich war bisher sehr, sehr wenig im Ausland, meistens im benachbarten Ausland und so sehr fasziniert mich das auch nicht. Also am ehesten noch Österreich oder die Schweiz, auch wenn ich in der Schweiz bisher sehr selten war leider. Ja, mache ich trotzdem mal wieder gerne. Auch Osteuropa hat da durchaus interessante Sachen, vor allem, weil da teilweise ja noch ehemals deutsche Fahrzeuge dann wieder fahren und so. Das macht die ganze Sache umso interessanter. An sich ja, wird es da vielleicht mal einzelne Sachen geben, aber ich denke mal so viel, dass ich da extra eine Doku drüber mache, ist ja, sehr unwahrscheinlich. Wobei, wie ja schon im letzten Video gesagt, manchmal entstehen da bei mir ganz kurzfristig noch irgendwelche Vorhaben und zack, ist die Doku da. Ja, ist aber derzeit nichts Konkretes geplant in der Hinsicht. Ja, dann sind wir so langsam aus diesem Tour-Thema quasi raus. Ich habe noch die Frage von Bahninfokanal NRW, was meine Lieblingszugstrecke ist. Ja, wo ich tatsächlich wieder nicht so die eine konkrete habe. Also es gibt wirklich viele sehr schöne Strecken. Natürlich muss man an der Stelle mal die Rheinstrecke erwähnen, die ist natürlich klasse. Nur da ich ja aus der Region Frankfurt komme und ja, gerade aus Spargründen oft schon im Nahverkehr Richtung Köln und so gefahren bin, bin ich die Rheinstrecke schon relativ häufig gefahren. Und ja, sie ist natürlich immer wieder schön, verliert aber irgendwann so dieses Flair des ganz Besonderen, wenn ihr versteht, was ich meine. Weshalb es bei mir nicht ganz so ist, dass ich jetzt so, boah, wir fahren mal wieder linke Rheinstrecke, weil ja, die bin ich dann doch schon das öftere Mal gefahren, deshalb. Aber an sich ist es natürlich eine schöne Strecke und es gibt sehr viele andere schöne Strecken. Ja. Aber ich habe jetzt da nicht so die eine total extrem schöne Strecke.
Weil ich sagen muss, was mich immer sehr fasziniert hat, gerade in meiner Anfangszeit, war zum Beispiel die Strecke von München nach Innsbruck über Garmisch-Partenkirchen. Ja, da habe ich auch so ein bisschen meine Eisenbahnfaszination entdeckt auf der Strecke, aber an sich gibt es sehr viele andere schöne Strecken auch. So, dann fragt Eisenbahn TV und vieles mehr, ob ich mich auch für Modelleisenbahn interessiere. Eigentlich kaum. Also ich habe auch selber keine, nie eine gehabt. Ein Freund von mir hatte mal eine. Aber ja, ich bin eigentlich nie so richtig in dieses Thema reingekommen. Klar, es ist mal ganz nett zum Spielen oder so. Aber so leidenschaftlicher Modellbauer oder so bin ich eigentlich nie gewesen. So, dann kommen wir jetzt in viele Fragen rund um das, ich nenne jetzt mal System Bahn rein. Es wird viel um Privatbahn gehen, um Verbesserungen in die Zukunft, um ÖVUs und so weiter. Gerade da habe ich mir auch ebenso wie also gerade dieses Tour-Thema wurde ja im letzten Video kaum beleuchtet oder auch jetzt dieses Thema. Das waren somit die hauptausschlaggebenden Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ich beantworte jetzt nicht diese Fragen einfach individuell im Chat, damit die Leute noch ihre Antwort haben, sondern tue wirklich noch ein extra Video darüber machen, weil das wirklich echt interessante Themenfelder gibt, über die man einiges sagen kann. Und wir starten mit der Frage von Züge in Bayern, wie ich grundsätzlich zur Privatbahn stehe. Ja, an sich muss ich sagen, ist Konkurrenz keine schlechte Sache und belebt ja letztendlich das Geschäft. Ich finde eigentlich gerade diese Variante, die man im deutschen Nahverkehr oder auch in vielen anderen Ländern gefunden hat, sehr gut, dass man eben nicht eine komplett freie Konkurrenz hat, wo man dann diese Rosinenpickerei sieht. Man bemerkt das im Fernverkehr zum Beispiel, der Flixtrain, der ja quasi Konkurrent der Bahn ist, fährt ja aber nur exakt dieselben Strecken, wo eh schon viele Leute mitfahren. Und tut jetzt nicht noch irgendwelche quasi Marktlücken füllen. Und gerade im Nahverkehr, dadurch, dass durch diese Ausschreibung diese Netzabdeckung auf jeden Fall gewährleistet ist, finde ich das ein sehr gutes System an sich. Ich habe ja schon im letzten Video gesagt, dass ich es allerdings viel besser fände, wenn mehr nach Qualität und nicht nach Preis ausgeschrieben werden würde. Und wenn man das noch ein bisschen vertiefen würde, wäre das eigentlich das ideale Optimum. Denn was ist besser, als wenn immer der Anbieter mit dem besten Angebot den Zuschlag erhält. Was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen. Und ja, insofern muss man wirklich sagen, wenn man sich die frühere Entwicklung gerade bei der Bundesbahn anschaut, was sich da fahrzeug- und fahrplantechnisch entwickelt hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir ganz woanders stünden, wenn wir nicht dieses Ausschreibungssystem hätten. Und ich wette, dann würden auch abgesehen der aktuell noch stattfindenden Ersatzverkehre viel mehr N-Wagen in Deutschland fahren, viel mehr noch Altbauloks oder Triebwagen, es wären wahrscheinlich auch mehr Strecken stillgelegt, würde weniger dichten Verkehr gerade im ländlichen Raum geben und ich denke mal allgemein haben wir zumindest was das betrifft eigentlich durchaus eine positive Entwicklung in den letzten Jahren durchgemacht, meiner Meinung nach. So. Ben Tony fragt, meine Frage wäre, wenn du ein eigenes EVU hättest, in welchem Bereich, in Klammern Regio, Fernverkehr, Cargo, und auf welchen Strecken oder Regionen, mit welchen Fahrzeugen und Ausstattung ich dann fahren würde? Joa, da ich natürlich kein EVU habe, habe ich tatsächlich mir noch keine so konkreten Gedanken darüber gemacht. An sich finde ich alle Bereiche durchaus interessant. Also ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich würde auf jeden Fall nur Cargo oder nur Regio oder so da von vornherein mich drauf festlegen wollen. Auf jeden Fall, was Fahrzeuge betrifft, würde ich eher mit modernen Dingen fahren, weil ich das wirklich als das Zukunftsfähigere ansehe und allerdings natürlich ausstattungstechnisch auf Parkkomfortmerkmal ersetzen würde. Aber ich würde dann nicht anfangen, also wenn ich mir wirklich überlege, ich hätte jetzt mein eigenes EVU und würde mich für Ausschreibung bewerben oder so, würde ich jetzt nicht anfangen, mit alten Museumsfahrzeugen darum zu kramen. Das würde ich nicht machen. Wee Liz fragt, wenn du eine Privatbahn hättest, wie würde die Lackierung deiner Züge dann aussehen? Ja, gute Frage, das müsste ich dann mir überlegen oder wie auch immer. Das kann ich nicht sagen. Und welche Züge Triebwagen würdest du einsetzen? Wie würde ich mein EVU nennen? Ja, welche Züge und Triebwagen ich einsetze, kommt natürlich immer darauf an, was dann gerade die Aufgabe dieses EVUs ist. Wie ich es nennen würde, ist wahrscheinlich auch davon abhängig, in welchem Bereich das EVU dann geht. Das sind alles halt relativ fiktive Fragen und deshalb, keine Ahnung, wie ich das dann nennen würde.
Ja. Und dann fragt Julius außerdem noch, was mein Lieblings-EVU ist. Ja, also gerade wenn ich so in Richtung Personenverkehr denke, reise ich eigentlich am liebsten mit DB Regio, muss ich sagen. Ja, im Güterverkehr möchte ich aber nochmal erwähnen, dass ich da gerade auch begeistert bin von Unternehmen, die, ja, ich habe ja eben schon im Fernverkehr ein bisschen diese Rosinenpickerei angesprochen. Und ja, es gibt viele Güterverkehrsunternehmen, die fahren nur irgendwelche Container-Ganzzüge von Hamburg nach irgendwo Italien und von Rotterdam. Und das ist alles, ja, natürlich leicht verdientes Geld letztendlich, aber das ist ja kein großer Aufwand. Und dann gibt es wirklich Unternehmen, die sich Mühe geben, auch mit Lokumspannen und kürzeren Zügen und so, wirklich noch Nahgüterbedienung zu machen. Da gibt es ja einige Fälle, also gerade hier in Thüringen recht präsent ist da ja EBS, gibt auch viele andere, die das machen. Und ja, das finde ich dann wirklich gut, denn gerade das ist meiner Meinung nach wichtig, diese Nahgüterverkehre, dass man eben wirklich noch zu irgendeiner lokalen Fabrik irgendwo in Niedersachsen fährt oder so und nicht nur Containerganzzüge durch halb Europa fährt, weil ich sag mal ganz ehrlich, das kann jeder. Und das finde ich auch tatsächlich immer manchmal ein bisschen unfair, wenn es um die Finanzleistung von DB Cargo geht. Schließlich wird DB Cargo letztendlich ja auch mehr oder weniger politisch dazu verpflichtet, noch Einzelwagenverkehre und Anschlussbedienungen zu machen. Und ja, immer wieder sieht man dann diese tollen Züge von DB Cargo mit einer 90 oder einer 261 mit vielleicht 3 Wagen oder so, die aus irgendeinem lokalen Anschluss da gekommen sind. Und natürlich hat man dann eine schlechtere Finanzbilanz als irgendwie meinetwegen Box Express oder so, die grundsätzlich nur irgendwelche vollen Containerzüge von Hamburg nach Italien fahren. Das ist völlig logisch, aber man kann eben nicht nur diese Top-Verkehre fahren. Und ja, das finde ich dann teilweise ein bisschen schade, dass das vergessen wird, dass ja, DB Cargo da teilweise so ein bisschen die Drecksarbeit macht und die Züge erstmal aus allen möglichen Anschlüssen zusammenrangiert, würde mit dann andere Unternehmen die fertig zusammenrangierten Züge dann weiterfahren können. Naja, ist auf jeden Fall auch ein sehr weitreichendes Feld, da diese ganze Güterverkehrsecke. Und ich finde es aber auch ja, gut, dass es nicht nur solche Unternehmen gibt, die, ja, ich wiederhole es nochmal, irgendwelche Ganzzüge durch halb Europa fahren, sondern die wirklich auch, ja, da mal hier und da die lokalen Anbieter noch mit bedienen. Julian Frank fragt, wenn du eine bestimmte Sache im Bahnverkehr ändern könntest, welche wäre das? Ja, da habe ich erstmal lange überlegt, denn natürlich gibt es immer wieder Kleinigkeiten, die man ändern möchte, aber mir ist eine ganz zentrale Sache aufgefallen, die mir wirklich immer wieder auffällt und die ich wirklich sehr, sehr gerne geändert sehen würde. Und ja, das bezieht sich auf die Verspätungszahlungen bei Ausschreibungen. Also für alle, die es nicht wissen, wenn man einen Verkehrsvertrag abschließt für den Nahverkehr, dann zahlen die Unternehmen Strafzahlungen, wenn sie eben zu spät fahren oder ausfallen etc. Und das große Problem daran ist, dass wenn man jetzt zum Beispiel Anschlüsse hat, gerade im ländlichen Raum, und man dann jetzt wartet auf den Anschluss, dass dann in den allermeisten Fällen sich das negativ auf diese Verspätungszahlungen auswirkt, weil der Zug ja dann mit Verspätung gefahren ist. Und das finde ich eine Katastrophe. Wenn es gerade im kleineren Minutenbereich für Unternehmen ja letztendlich quasi empfohlen wird, nicht zu warten, nur um nicht in diese Verspätungszahlung reinzufallen. Also das finde ich eigentlich katastrophal. Also ich fände es wirklich, das fände ich wirklich toll, wenn man im Nahverkehr dann sagen würde, okay, im Vertrag wird festgeschrieben, dass wir meinetwegen bis 5 Minuten oder so auf diesen Anschluss warten. Und wenn das nicht getan wird, dann werden Verspätungszahlungen fällig und nicht umgekehrt. So, da gibt es gerade im ländlichen Raum, gibt es da wirklich so Knoten, da fährt alle 2 Stunden der Zug auf mehreren Strecken und dann treffen die sich da alle. Und wenn das dann nicht funktioniert, ja, dann kann man es fast lassen, weil dann bringt es nichts, weil das sind dann wirklich wichtige Knoten, gerade wenn dann wenig Züge fahren. Und wenn sich das dann quasi für die Unternehmen nachteilig auswirkt, weil die dann mehr zahlen müssen, das, ja, ist irgendwie komplett daneben und das finde ich nicht gut. Und das wäre so eine Sache, die ich wirklich sehr, sehr gerne geändert hätte. Dann haben wir noch eine größere Frage. Wie glaubst du, wird sich der Eisenbahnverkehr in Zukunft mit Hinblick von Streckenreaktivierungen, Elektrifizierungen, Ausbau und Neubaustrecken sowie dem geplanten Deutschlandtakt entwickeln? Bist du eher Optimist, der glaubt, dass in Zukunft die Eisenbahn sich durch die Entwicklung, dem Flugzeug und dem Auto Konkurrenz machen kann? Oder eher pessimistisch, der glaubt, dass die geplanten Veränderungen größtenteils aufgrund von Bürgerinitiativen und mangelnden Priorität der Politik bei der Eisenbahn nicht eintreffen werden
und in Zukunft eher noch mehr Leute mit dem Auto statt mit der Bahn reisen. Tatsächlich bin ich da eher Optimist. Ich bin jetzt niemand, der der Meinung ist, wir würden irgendwie in 10 Jahren kein Auto mehr fahren oder meinetwegen auch in 30 Jahren oder so. Das wird es immer geben. Ich denke aber eigentlich, dass so wie sich das aktuell entwickelt, die Bahn auf einem recht guten Weg ist. Und gerade wenn man noch weiter dran bleibt, quasi jetzt auch in Richtung Deutschland takt, so super viel ist es da letztendlich gar nicht mehr, was dafür gemacht. Da muss natürlich, es sind einige Großprojekte dabei, aber wenn man sich gerade mal das deutsche Hochgeschwindigkeitsnetz zum Beispiel anguckt, da gibt es gar nicht mehr so viele Lücken. Und wenn die Lücken jetzt quasi in den kommenden 10, 20, 30 Jahren noch gefüllt werden, so Beispiele sind Fulda-Mannheim, Frankfurt-Hannover, was eben Frankfurt-Hannover, Hamburg-Hannover, was eben alles im Deutschlandtakt dann auch drin sein soll. Und wenn das dann kommt und man dann mit diesem Deutschlandtakt diese Optimierung quasi noch der Anschlussbeziehungen hat, dann ja, ist das System Bahn eigentlich meiner Meinung nach gut gerüstet für die Zukunft und dürfte sich dann auch soweit weiter durchsetzen. Also das ist jetzt nicht erst seit einem Jahr so, dass sich allgemein da eine gewisse Trendwende vollzieht. Man sieht das ja eigentlich schon die letzten 10, 20 Jahre, dass nach und nach Schritt für Schritt in verschiedenen Bereichen wieder mehr in die Richtung ging. Das ging erst los, dass irgendwann angefangen wurde, wieder zum Beispiel in Straßenbahn zu investieren. Das ging schon relativ früh los, dass man Straßenbahnbetriebe ausgebaut hat. Jetzt mittlerweile hat man ja auch angefangen, einzelne Strecken zu reaktivieren. Und ja, so nach und nach entwickelt sich das. Und insofern da jetzt irgendeine komplette Kehrtwende eintritt, dürfte die Bahn da eigentlich auf einem recht guten Vormarsch sein. Autoverkehr, wie gesagt, wird es meiner Meinung nach weiterhin geben. Das Einzige, was eventuell, und das hoffe ich persönlich auch, dadurch ein bisschen eingedämmt werden würde, sind diese ganzen Kurzstreckenflüge. Weil es letztendlich nichts bringt, irgendwo hinzufliegen, wenn man im Deutschlandtakt ist man von Frankfurt in Berlin in, glaube ich, 3 Stunden oder so. So, das wenn man alle Aus- und Eincheckzeiten und so mit einberechnet, das schaffst du beim Flugzeug gar nicht. Also von daher hoffe ich, dass es da diesbezüglich dann noch eine Entwicklung gibt. Was ich auch noch hoffe in der Hinsicht ist, dass sich international ein bisschen mehr tut, weil das schwankt aktuell noch ein bisschen. Es gibt meistens zum internationalen Verkehr so eine Fernverkehrsstrecke, die da so ein bisschen gut ausgebaut ist, die dann auch sehr gerne prestigemäßig vermarktet ist. Gerade im Nahverkehr hat man aber oft wirklich sehr, sehr schlechte Schnittstellen, wo dann da Teilstücke nicht elektrifiziert oder katastrophal ausgebaut sind, Verbindungen durch hunderte Umstiege unattraktiv gemacht sind und so. Da gibt es wirklich katastrophale Zustände. Gerade meiner Meinung nach auch an der polnischen Grenze, wenn man sich Relationen wie Berlin-Stettin, Dresden-Breslau anguckt, das ist überhaupt nicht das, was man vom internationalen Verkehr eigentlich erwarten würde. Sofern da aber noch ein bisschen was gemacht wird in diese internationale Richtung, dann ist das Gesamtsystem Bahn eigentlich meiner Meinung nach für die Zukunft ganz gut gewappnet. Damit haben wir diesen ziemlich interessanten Part auch noch hinter uns und haben wir zuletzt noch mal ein paar Fragen, die so ähnlich auch schon im letzten Video gab, bezüglich was ich so für Fahrzeuge mag oder was mir besser gefällt, was mir schlechter gefällt. Die Fragen, die schon im letzten Video gestellt wurden, habe ich jetzt nicht nochmal reingenommen. Zum Beispiel ist meine Lieblings-E-Lok oder Lieblings-Dieseltriebwagen oder so, das habe ich ja schon erklärt. Trotzdem gab es noch ein paar andere Fragen. Unter anderem die von TobiToaster84. Findest du Triebwagen oder lokbespannte Züge besser? In allen möglichen Kategorien wie Barrierefreiheit, Komfort und so weiter. An sich hat natürlich beides seine Vor- und Nachteile. Deshalb fand ich eigentlich die Idee des Sphinx ganz gut, weil der so ein bisschen verschiedene Vor- und Nachteile kombiniert hat. Der erweist sich aber, vage formuliert, nicht als allzu praxistauglich. Das ist eigentlich ein bisschen schade. Ansonsten, eine Sache, die mich bei Triebwagen oft stört, ist das sehr laute Motorengeräusch, gerade bei Dieseltriebwagen. Bei den Elektrotriebwagen sind die modernen da in der Regel schon ziemlich fortschrittlich. Da hört man eigentlich kaum noch, dass es ein Triebwagen ist. Wenn man mal jetzt die Motorgeräusche von einem 425 mit einem 442 oder mit einem Twindex oder so vergleicht, da liegen Welten dazwischen. Und im Twindex oder auch dann im Flirt wurde das ja auch schon so gemacht, dass nicht mehr in allen Wagen angetriebene Achsen verbaut sind, was das Ganze nochmal ruhiger macht. Und bei Dieseltriebwagen finde ich das nach wie vor ein bisschen schlecht, immer, dass das meistens relativ laut ist. Ansonsten, das muss man natürlich auch immer von
Region zu Region entscheiden, was sich da anbietet. Gerade in Bezug auf Zugteilung oder Zugvereinigungen sind Triebwagen natürlich ideal. Oder auch bezüglich dessen, dass man außerhalb des Berufsverkehrs mit kleineren Zügen fahren kann als im Berufsverkehr. Auch dafür sind Triebwagen das Optimum, weil man sich da einfach relativ aufwendigen Rangieraufwand spart. Natürlich kann man jetzt auch bei lokbespannten Zügen noch einen zusätzlichen Wagen anhängen, aber das erfordert viel mehr Zeit und Personal. Und ja, bei Triebwagen, das geht ruckzuck, 10 Minuten Wendezeit, hängt man noch einen dran für den Berufsverkehr und dann ist man damit fertig. Das ist bei lokbespannten Zügen so überhaupt nicht möglich. Ja. Genau. Dann haben wir noch ein paar Fragen von Julian Frank, der mich unter anderem gefragt hat, was mein Lieblings- und was mein Hass-ICE ist. Also mein Lieblings-ICE ist auf jeden Fall der ICE 1. Und ja, ich habe jetzt nicht so diesen einen Hass-ICE, also ich steige jetzt nicht irgendwann in irgendwie hin und denke mir so, boah, meine Güte, das ist ja furchtbar, gar keine Lust jetzt hier mitzufahren quasi. Natürlich, ich finde den ICE 4 jetzt zum Beispiel nicht so toll, aber ja, man kann mit ihm auch fahren und der ist schon in Ordnung. Und ebenfalls noch von Julian Frank, ob ich lieber mit Ex-Interregio-Wagen, Unmod-IC-Wagen oder IC-Mod-Wagen fahre. Ja, in dem Fall muss ich tatsächlich mal zugunsten der älteren Technik entscheiden, weil diese Ex-Interregio-Wagen echt eine tolle Sache sind. Jetzt nicht, weil es pauschal alt ist oder so, sondern vor allem, weil dieses Konzept dieser alten Wagen einfach klasse war. Überhaupt bin ich, habe ich ja schon im letzten Video bezüglich ICE 1 gesagt, ein großer Fan von gemischtem Abteil und großem Aufbau. Also wie schon gesagt, rein Abteil bin ich jetzt auch nicht so Fan von. Das ist gerade, wenn man jetzt irgendwie alleine reist oder so, sitzt man dann vielleicht doch lieber alleine auf dem Zweier im Großraum, anstatt irgendwie mit fremden Leuten da im Abteil oder so. Das geht zumindest mir oft so. Ja, aber gerade deshalb ist das so toll, dass diese Wagen quasi beides kombinieren. Und auch diese Sitzanordnung mit diesen Fünfer-Sitzen, dass man sich dann gut gegenüber sitzen kann, immer noch Platz für ein bisschen Gepäck hat daneben und so. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und da finde ich es echt schade, dass es da keine adäquaten neuen Fahrzeuge gibt, die das haben. Dass es wirklich in den neuen Fahrzeugen eigentlich nur noch reine Großraumwagen gibt mit gegenüberliegenden Sitzen. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ansonsten natürlich, klar, das alte Flair und so Fenster und alles, das kommt natürlich dazu, aber das ist ja eher so ein bisschen aus Eisenbahn-Fansicht dann und nicht so aus Normalfahrgastsicht. Ja. Dann haben wir noch einen Fragen, ja, fast Fragenkatalog von Dominik P. Der da auch nochmal für einige Fahrzeuge meine Meinung gefragt hat. Welchen ICE ich am liebsten mag, habe ich eben gesagt. Achso, und auch nochmal aufs Aussehen einzugehen bei den ICEs. Also ja, also eigentlich sieht der Einser schon auch ganz schön aus, aber was ich sagen muss, was mir auch vom Außen sehr gut gefällt, ist der ICE-T. Der ist auch gelungen. Ich finde auch dem steht dieses neue Klimaschützer-Design am besten. Das ist da einfach auch am besten gelöst. Allein schon die Tatsache, dass der rote Streifen beim ICE-T nicht bis in die Front reingeht und deshalb diese ziemlich hässlich aussehenden, nur halb beklebten Bugklappen, die man bei 3er oder 2er immer findet, wegfallen. Gerade das ist auch schön. Und ja, ich muss sagen, der ICE-T, der sieht schon toll aus. Ja. Wie ich ausländische Züge finde, möchte er außerdem wissen, wie zum Beispiel den Rajet, TGV, Giruno, ETR 610 oder C4o, wo ich zugeben muss, dass ich von diesen ganzen jetzt aufgezählten Fahrzeugen bisher nur mit dem TGV gefahren bin. Und ja, deshalb relativ wenig zu ausländischen Fahrzeugen sagen kann. Also was mir ganz gut gefällt, sind zum Beispiel die SBB Intercity-Wagen, mit denen bin ich zum Beispiel auf der Gäubahn schon gefahren. Vor allem ist da der Sitzabstand recht groß. Und ja, ansonsten ist das ja aber letztendlich, klar, immer noch ein bisschen individuelle Ausstattung, aber es läuft ja auch selber darauf hinaus, wie bei den deutschen ICEs, dass ich es am schönsten finde, wenn gemischter Abteil und Großraumaufbau ist, dass immer ein bisschen auf die Ausstattung drauf ankommt, auf die Laufeigenschaften und so. Ja, da ich mit dem Beispiel halt noch nicht gefahren bin, kann ich da nicht so viel dazu sagen. Ja. Auch noch für Dominik P. Wie finde ich den ET 440 1440? Boah, sagen wir so mittel. Also er ist jetzt nicht per se, dass ich sage, der ist schlecht, aber er überzeugt mich jetzt auch nicht so sehr. Vor allem, weil ich gerade bei den Fahrzeugen immer wieder das Problem habe, dass irgendwie die Sitze und Fenster relativ schlecht zueinander passen. Jetzt nicht nur, dass es wie immer Sitzplätze gibt, die vor irgendwelchen Fensterbalken sind, sondern auch, dass teilweise die ZZA in genau der Kopfhöhe angebracht wurde oder da, wo das Klappfenster dann ansetzt,
dass das wirklich genau auf Augenhöhe ist und man nichts sieht, obwohl man am Fenster sitzt. Und ja, das ist nicht so schön. Ansonsten natürlich, es kommt immer darauf an, wie die Ausstattungen bestellt sind. Zum Beispiel die 1440er bei der MRB in Sachsen, die sind relativ bequem. Gibt andere, die sind nicht so bequem. Ja, da gibt es immer wieder verschiedene Varianten. Ja, dann noch zu Talent 2 und Lind. Talent 2 ist eigentlich ähnlich wie 440, 1440. So ein Mittelding, kommt natürlich auf die Ausstattung drauf an. Und Lind, das kann ich eigentlich ganz klar unterteilen. Die älteren Lind-Varianten, also 640, 648 in altem Zustand, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, mit dem fahre ich auch nicht gerne. Während die neueren, also 1648, 620, 622, 623 eigentlich, ja, ziemlich gut sind. Also die gefallen mir ganz gut, mit denen fahre ich auch gerne. Ja, ist aber natürlich auch wieder ausstattungsabhängig. Ja, und dann schließen wir das Ganze noch mit der Frage von Luca Richard, was mein Lieblings-S-Bahn-Triebwagen im Neckar-Rhein-Main-Gebiet ist. Ja, also da stehen ja jetzt quasi für 23, für 25 und für 30 zur Auswahl. Bald auch noch Mireo, aber mit dem bin ich noch nie gefahren, also kann ich so dem nichts sagen. Und ja, da gefallen mir jetzt in dem konkreten Fall eigentlich für 25er am besten, vor allem weil der modernisierte Zustand bei der S-Bahn Rhein-Neckar eigentlich auch ziemlich gelungen ist. Ja, deshalb gefallen mir die da eigentlich ganz gut. Ja, ansonsten wäre ich auch diesmal wieder am Ende angekommen für dieses Video. Ja, ich hoffe, es war jetzt nicht allzu schlimm, dass es nochmal dieses nachträgliche Video gab, weil ich eben wirklich ein paar Fragen vergessen hatte. Nochmal, ja, Entschuldigung dafür. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei diesem Video. Sage tschüss und bis zum nächsten Mal.